Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen. Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik. Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik. Hierzu begrüße ich wie immer die Außenministerin AD von Österreich, Karin Kneißl. Guten Morgen, Frau Kneißl. Ganz liebe Grüße rüber nach Moskau. Guten Morgen nach München. Ja, Frau Kneißl, ich freue mich sehr hier heute über unsere dritte Podcast-Folge. Wir möchten heute einen Blick werfen auf die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine. Wladimir Selenskyj war letzte Woche zu Besuch in Brüssel, London und in Paris. Darüber möchten wir zu sprechen kommen. Wir wollen auch noch mal etwas genauer die Folgen der Erdbebenkatastrophen in der syrisch-türkischen Grenzregion genauer unter die Lupe nehmen. Und zum Abschluss möchten wir auch noch über die Münchner Sicherheitskonferenz, die hier an diesem Wochenende vor meiner Haustür stattfindet, zu sprechen kommen. Aber vielleicht zu Beginn, bevor wir in die Themen einsteigen. Sie sind aktuell noch in Moskau, Frau Kneißl. Sie halten dort Vorträge an unterschiedlichen Universitäten. Sie haben bilaterale Treffen mit einflussreichen Personen aus Wirtschaft und Politik. Wie ist denn die Stimmung vor Ort und wie blicken auch die jungen russischen Menschen, die Sie dort unterrichten, auf die aktuellen Ereignisse, Frau Kneißl? Ja, ich bin zum einen sehr froh, dass ich wieder unter vielen Menschen sein kann, weil mein Leben im Libanon, im Homeoffice, am Land, ist doch an manchen Tagen etwas einsam. Und umso mehr freue ich mich, hier eintauchen zu dürfen in eine Großstadt. Und die Termine sind im Stundentakt. Ich unterrichte unter anderem an der Moscow High School of Economics, habe dort fortgesetzt meinen Kurs über Wirtschafts- und Geopolitik der Energiemärkte. Eine sehr, sehr engagierte und interessierte Gruppe von jungen Kollegen. Nicht nur Russen, sondern es sind auch sehr viele Studierende aus dem Nahen Osten, aus Asien. Es sind mehrere Studierende aus Staaten wie beispielsweise Thailand, China, Vietnam, Indien, Iran. Und das macht die Debatte dann über so ein Thema wie Energie auch noch einmal interessanter. Und ich würde sagen, der Grundtenor, ja, wenn man das jetzt etwas pauschalisieren darf, ist einer, der recht pragmatisch ist, auch unter den jungen Leuten. Also ich spüre jetzt keine Verzweiflung, oh mein Gott, was wird aus unserer Zukunft und wie geht's weiter? Also es ist vielleicht nicht diese Weltuntergangsstimmung, die wir doch im deutschsprachigen Raum immer wieder gut erleben, sondern es ist ein gewisser Pragmatismus, gepaart, aber doch auch mit der Frage, die immer wieder hochkommt, egal ob das jetzt an der Uni ist oder in Interviews, um die ich gebeten wurde, es kommt immer wieder auf die Frage, dann retour, und glauben Sie, dass es zu einer Aussöhnung zwischen Europa, vor allem Europa, es geht immer wieder um Europa, und Russland kommen könnte? Also da ist doch, muss man sagen, das menschliche Erstaunen, die Enttäuschung vielleicht auch, über all das, was zerbrochen ist. Die Antwort, die ich dann gegeben habe jetzt in den letzten Tagen, war immer folgende. Ich hoffe doch sehr, dass auf diplomatischer Ebene akademischen Austausch, Visa, wechselseitiges Reisen, wir doch wieder zu einer Art Normalität zurückkommen können. Das ist technisch. Das wird sich wieder umsetzen lassen. Etwas ganz anderes ist aber natürlich die Frage, Energieinfrastruktur, also das Thema, mit dem ich mich inhaltlich in den Kursen beschäftige, weil hier findet zweifellos jetzt eine Wolte statt, also die Ausrichtung auf westliche Märkte, sei es jetzt Ostmitteleuropa, sei es auch eben die Transitpassagen, die bislang existierten durch die Ukraine, baltische Staaten, das wird aufgegeben. Es wird groß investiert in neue Infrastruktur Richtung Süden und Osten, sei es der Nord-Süd-Handelskorridor, der Moskau mit Mumbai in Indien verbinden wird.
sei es der Ausbau von auch der arktischen Passage, über die man dann Flüssiggas aus den arktischen Feldern in Richtung asiatische Märkte transportieren möchte. Also diese Wolte, diese 180-Grad-Drehung, der nicht nur jetzt der Absatzmärkte, sondern vor allem auch der Handelskorridore, der Handelswege als solcher, das ist etwas, wenn einmal vollzogen, wird definitiv sein. Also man kann dann nicht von einem Quartal zum nächsten hin und her hopsen und sagen, ja, dann bedienen wir halt auch wieder mal den deutschen Markt oder so. Und ich glaube, das ist etwas, was man vielleicht in der deutschen Öffentlichkeit noch nicht ganz verstanden hat, weil vielleicht gibt es doch noch so eine Hoffnung, auch wenn die Außenministerin gesagt hat, letztes Jahr im Frühjahr, wir verzichten von jetzt an für immer auf russische Energie und das wurde mehr oder weniger geschluckt. Vielleicht gibt es doch noch Hoffnungen in der Industrie und seitens mancher politischer anderer Vertreter. Das könnte man wieder kitten. Meines Erachtens kann man diesen Aspekt nicht kitten. Das Menschliche, das Akademische, das Diplomatische wird man in irgendeiner Weise hoffentlich kitten können. Ja, Sie sind jetzt schon seit über einer Woche vor Ort. Sie sind dort eben, wie ich gerade schon auch schon ausgeführt habe, im Austausch mit einflussreichen Personen aus Wirtschaft und Politik. Wie ist denn die Stimmung? Was bekommen Sie zu hören, wenn Sie mit den Menschen vor Ort über die aktuellen Entwicklungen, über den Krieg in der Ukraine und auch über das schwere Verhältnis zwischen Russland und dem Westen zu sprechen kommen, Frau Kneißl? Also ganz ehrlich gesagt, ich unterrichte ja eigentlich ein Thema, das technisch ist. Ja. Und da kommen dann Fragen hoch, so wie ich sie eben ausgeführt habe. Zum Krieg gibt es die eine oder andere Frage. Ich frage jetzt nicht aktiv die Menschen, wie sehen sie den Krieg? Weil ich kann mir vorstellen, dass jeder Einzelne einfach seine Sorge und seinen großen inneren Schatten hat. Ja. Das heißt, ich stelle jetzt, und ich habe auch gar nicht die Zeit jetzt, weil ich habe gar nicht so viel Termine zwischen dem Unterricht, schon den einen oder anderen, aber ich stelle jetzt nicht aktiv die Frage, und wie stehen Sie zum Krieg? Das mache ich nicht. Ich werde gefragt, wie ich manches sehe, aber ich weiß, dass es für jeden Einzelnen schwierig ist, darüber zu sprechen. Ja, es gibt vielleicht einige, die sofort sagen, ich bin besorgt, ich habe meine Ehefrau ist Ukrainerin, unsere halbe Familie ist dort, wir sind in Kontakt. Also diese Schicksale kenne ich von Menschen, die, egal ob sie denen jetzt begegnen, als Taxifahrer oder wie auch immer, die sind da, ja. Aber über den Krieg habe ich jetzt nicht so wirklich gesprochen, weil ich eher mit dem Unterricht beschäftigt bin, ja. Und meine Themen in den Vorträgen sind andere. Natürlich kommt das Kriegsgeschehen da immer wieder herein. Wenn Sie mich fragen, wie die Gesamtstimmung ist, dann hat sich eigentlich über das letzte Jahr hinweg wenig geändert. Ich war letztes Jahr im September und im Dezember hier. Und was, wenn ich das vielleicht den Zuhörern ganz kurz so schildern darf, wenn Sie über die großen Verkehrsachsen fahren, wo die Autovertriebe sind, ja, dann hat beispielsweise die Mercedes-Niederlassung offen und Sie können einen Mercedes kaufen, der noch dort ist, aber Sie können keine Ersatzteile und keinen Service haben. Ersatzteile für ein deutsches Auto werden über die Türkei oder Kasachstan sozusagen über Umwege hereingebracht. Sie können aber sehr wohl ein US-Auto namens Jeep oder Ford kaufen und das Service haben. Also die US-amerikanischen Autohändler sind weiterhin aktiv. Der deutsche Autovertrieb hat den russischen Markt verlassen. Und Mercedes war doch eines der beliebtesten und populärsten Autos, nicht nur jetzt für einen wohlhabenden Teil der Gesellschaft, sondern das ist einfach ein bewährtes Auto, das die Leute gerne fahren. Und das hat sich geändert. Ansonsten, was interessant ist auch, die französischen Dienstleister, ob jetzt im Baumarktsektor von Leroy Merlin, Auchan, die sind alle da. Die Luxusmarken sind auch alle da. Und es fehlt eigentlich an nichts. Also es ist egal, ob Sie jetzt in einen Supermarkt gehen, um Lebensmittel
für den Alltag zu kaufen oder ob sie in einem Geschäft nach einem bestimmten Werkzeug suchen. Sie werden alles finden. Mm-hmm. Frau Kneißl, lassen Sie uns auch gerne ein wenig darüber zu sprechen kommen, wie die aktuelle Lage in der Ukraine ist. Der ukrainische Präsident Zelensky war jetzt letzte Woche in Großbritannien in London zu Besuch, hat dort zu einer Koalition der Kampfflugzeuge aufgerufen. Die britische Regierung hat sich sehr offen dafür gezeigt, diesen Kurs zu unterstützen. Kurz darauf war er dann beim EU-Gipfel. Dort wurde er wie ein Held empfangen, wie zumindest das Handelsblatt schrieb. Er forderte auch hier die Lieferung von Kampfjets und einen schnellen Beitritt der Ukraine in die Europäische Union. Frau Kneißl, wie bewerten Sie Zelenskys Besuche in Brüssel und in London? Sie reihen sich in einen Besuchsreigen, der mit seinem im November, glaube ich, war das viel beachteten Besuch in die USA begann. Das war seine erste Auslandsreise seit Beginn des Krieges. Und dann hatten wir diesen EU-Gipfel ja auch in Kiew vor zwei Wochen. Wenn ich jetzt vielleicht etwas abschätzig sagen darf, es ist mehr Spektakel als Inhalt. Wobei würde ich sagen, diese Zelensky-Besuche nicht die einzigen sind. Wir sind leider überhaupt in einem Event-Zirkus drinnen, auch für andere Großveranstaltungen. Aber bei diesen Treffen hat man ja auch gerade bei dem Brüsseler Gipfel gesehen, und das wurde von kritischen Stimmen ja auch in Videoclips so immer wieder dann auch hochgespitzt. Es war ein inszeniertes Beklatschen, und aus diesem Geklatsche haben sich nur Einzelne herausgenommen, wie beispielsweise der ungarische Premierminister Viktor Orban. Aber ansonsten ist es doch ein mehr auf Spektakelebene. Und wenn man dann kratzt an den eigentlichen Ergebnissen, also ankündigen kann man vieles, aber wenn man jetzt beispielsweise auch sich das Dossier schwere Waffen, Panzer ansieht, dann ist gerade im Fall Deutschlands die Jubelmeldung, die noch vor zwei Wochen zirkulierte, dass, ich glaube, 3, 4, 5 EU-Staaten, NATO-Staaten ihre Leopard-Arsenale zu einem weiten Teil der Ukraine zur Verfügung stellen würden. Und das hat sich jetzt wieder entzaubert. Also Deutschland steht hier relativ alleine da. Die ursprüngliche politische Abmachung zwischen der deutschen Bundesregierung, zwischen Scholz und den USA war auch kein Alleingang. Das heißt, dieses Tandem, so wie es Bundeskanzler Scholz formulierte, war darauf abgestellt, Deutschland geht in Vorhand mit Leopard-Panzern 21 und dafür würden aber auch die USA die Abrahams M1, 2, wie diese Waffengattung heißt, liefern. So wie die Dinge sich gegenwärtig präsentieren, sind einige andere NATO-Staaten wie die Niederlande auch wieder haben einen Rückzieher gemacht. Und die US-amerikanischen Abrahams würden ohnehin erst binnen eines Jahres vielleicht geliefert werden. Das heißt, Deutschland steht im Moment mit seinen Panzerlieferungen etwas alleine da. Wie es sich mit dieser Luftwaffen und weitreichenden Raketen handelt wird, weiß ich nicht. Ich verfolge das nicht so genau. Ich bin kein würde mich jetzt nicht in, möchte mich nicht in Gewässer begeben, die ich nicht so gut kenne. Einsatz von Luftwaffe, nur ein Wort dazu, im Drohnenzeitalter, weiß ich nicht, inwieweit die Luftwaffe jetzt hier sozusagen noch eine kriegsentscheidende Rolle spielt oder ob wir doch mehr in der Drohnenkriegsführung sind, wie man ja auch bei diesem Krieg seit Anbeginn gesehen hat. Und das, was im Moment ja zur Debatte steht, ist weniger neue Waffengattungen reinzubringen, sondern die Munition. Also das Thema auf NATO-Seite ist vor allem ein Munitionsthema. Und da sind wir in der kuriosen Situation, unter Anführungszeichen gesehen, dass auf russischer Seite
Die Kriegsführung wurde vielfach kritisiert im Inland, wie auch im Ausland, also ironisch betrachtet. Warum schwere Geschütze auffahren, warum eben dieser Abnutzungskrieg? Russland macht eine Kriegsführung, die mehr an den Ersten Weltkrieg erinnert. Aber diese Abnutzung führt dazu, dass die westlichen NATO-Armeen, die in den letzten 20 Jahren sich mehr auf Spezialkräfte reduzierten, Häuserkrieg, Regime Change, Geiselbefreiung, dass diese Spezialkräftetrainings in einer solchen Situation nicht ausreichen. Und die Munitionsproblematik ist, glaube ich, eine, die immer schwerer ins Gewicht fällt. Ja, und wir haben auch in Europa einen Sonderfall, den haben Sie jetzt auch gerade schon erwähnt, nämlich das ist Ungarn mit seinem Ministerpräsidenten Viktor Orban. Ungarn hat schon vom ersten Tag des Krieges an mit Begriffen wie Waffenstillstand und Verhandlungen von sich reden gemacht. Beides sollte so rasch, so schnell wie möglich erfolgen. Schon mehrfach wurde sogar Budapest als Ort für mögliche Friedensgespräche angeboten. Auch die Sanktionen gegen Russland werden in Ungarn überaus kritisch gesehen. Frau Kneißl, wie schätzen Sie denn die Rolle von Ungarn in diesem Konflikt ein? Die ungarische Rolle ist bemerkenswert, umso mehr, wenn man auch ein bisschen in die Geschichte zurückgreifen will. Auch das ungarische Volk, Ungarn als Staat, hat eine ganz, ganz schwere, tiefe Wunde, was das Verhältnis zur Sowjetunion und damit auch zu Russland anbelangt. Zur Erinnerung für unsere Hörer, im Herbst 1956 wagten Studenten einen großen Aufstand in Ungarn, die sogenannte ungarische Revolution, Revolte war es dann letztendlich nur, die scheiterte und die zur Folge hatte, dass Hunderttausende das Land verließen, Tausend hingerichtet wurden, Zehntausende im Gefängnis endeten und im historischen Bewusstsein der Ungarn auch bis heute schwer nachwiegt. Was 1956 passiert ist, war nämlich Folgendes. Zeitgleich in jenem Herbst wurden in Ägypten die Suez-Aktien nationalisiert, also der Suez-Kanal, der ein britisch-französisches Konsortium war aus dem 19. Jahrhundert, wurde vom damaligen Staatschef Nasser nationalisiert. Frankreich und Großbritannien unternahmen eine Intervention. Es war, wenn Sie auch so wollen, das letzte Aufbäumen des europäischen Kolonialismus. Washington pfiff damals London und Paris zurück und sagte, kommt gar nicht in Frage, wenn ihr ein Problem habt, geht damit vor den Sicherheitsrat der UNO. Und man fürchtete eine Intervention der Sowjetunion, die zum damaligen Zeitpunkt der wesentliche Verbündete der Ägypter war. Und was dann das Ergebnis war, war Folgendes. Man ließ freie Hand der Roten Armee in Ungarn. Und dafür intervenierte die Sowjetunion eben nicht an der Seite Ägyptens, weil das hätte vielleicht zu einer größeren Auseinandersetzung mit dem Westen geführt. Das ist ganz, ganz knapp zusammengefasst, die Situation von 1956. Und damit komme ich auch schon wieder in die Gegenwart von 2023 und auch der letzten 4-5 Jahre. Seitens Brüssels, wo man ahistorisch ist, ja, es ist nicht nur wenig historisches Wissen, es ist ahistorisch. Ja. Niemand greift dort mehr auf irgendwelche Sensibilitäten, ein Gespür zurück, das erforderlich ist, auch für echte Diplomatie. Der Vorwurf an die Adresse Budapest der letzten 5-6 Jahre, vor allem auch vor dem Hintergrund der Migrationsproblematik, war immer wieder, die sind nicht europäisch, die kennen keine europäischen Werte, die sind was auch immer. Ja. Also die Verbalrhetorik aus Brüssel ganz besonders war heftig. Und das ist in Ungarn auf schlechte Reaktion getroffen, weil wenn jemand für Europa, Freiheit und so weiter eingetreten ist, dann waren es die Ungarn. Nicht nur 1956, sondern Viktor Orban hat 1989 damals als junger Fidesz-Politiker, rechtskonservativ, christdemokratisch, er war der Darling der europäischen Staatsoberhäupter, von Kohl bis Chirac,
Der war damals noch nicht Präsident, aber er war sozusagen der Superstar der europäischen Konservativen, weil er zu einem Zeitpunkt, wo noch manches an der Kippe stand, eine richtige Brandrede gegen die Sowjetunion gehalten hatte. Und dieser selbe Orban, dieser selbe Ungarn, fährt heute einen sehr, sehr pragmatischen Kurs, wenn es um das Verhältnis zu Russland geht und sagt, diese Sanktionen sind selbstmörderisch. Wir müssen mit Russland im Gespräch bleiben. Der ungarische Außenminister ist in Kontakt, indem er nach Moskau reist. Und auch Orban hat mit Putin regelmäßig in Kontakt. Also hier ist ein völlig anderer Zugang. Und ich würde auch so weit gehen, das bin ich nicht die Einzige, die das sagt. Ungarn als NATO-Mitglied ist um einiges neutraler in dieser kriegserischen Auseinandersetzung als Österreich, dass de jure immer noch ein neutraler Staat sein sollte, weil Ungarn ganz klar sagt, keine Waffentransporte über unser Staatsgebiet. Österreich ist da großzügiger und lässt also viel, viel mehr Waffen mit Durchfahrtspassagen und so weiter durchgehen, als das zu früheren Kriegen, wie beispielsweise 99 Kosovo, 2003 Irak noch der Fall war. Also Ungarn fährt einen sehr selbstständigen Kurs, einen sehr souveränen Kurs, und hat aber zeitgleich doch auch seine tiefen Wunden, die in der Bevölkerung bis heute nachwirken, wenn es um Russland geht. Ja? Also die sind nicht anders als jene, wenn sie, würde ich mal sagen, als der Tschechen wegen Prager Frühling 1968 oder so. Aber es ist ein anderes Verhältnis. Und ich würde mal sagen, das hängt unter anderem auch damit zusammen, und ich sage das als jemand, der Ungarisch gelernt hat, der viel Zeit in Ungarn, ich habe dort nie gelebt, aber ich habe viel, viel Zeit in Ungarn verbracht in den letzten 20 Jahren. Und die Ungarn sind einfach etwas ganz, ganz Eigenes in Europa. Sie sind ein sehr eigenständiges Volk. Und natürlich wird aus einer Brüsseler, aus einer Pariser Warte, werden die Ungarn mit allen anderen in einen Topf hineingeworfen. Das stimmt einfach nicht. Erstens sind sie keine Slawen, das spielt schon mal eine Rolle. Und die ungarische Geschichte ist eine völlig andere als die Geschichte Böhmen, Mährens, Polens und so weiter. Aber wenn man mit ahistorischen Entscheidungsträgern in Brüssel zu tun hat, die verstehen das nicht. Mhm. Frau Kneißl, wir hatten uns auch vorgenommen, noch einmal einen Blick rüber in die Türkei, Syrien zu werfen. Wir hatten im letzten Podcast schon mal ein wenig das Thema angerissen. Jetzt kam die Meldung rein, dass wir mittlerweile im Erdbebengebiet über 42.000 Tote gemeldet haben. Die Zahlen steigen natürlich täglich weiter. Schwere Nachbeben erschweren dabei die Bergungsarbeiten. Frau Kneißl, was bedeutet dieses schwere Erdbebenunglück nun für die Region? Das nächste Kapitel ist jetzt einmal Wiederaufbau. Es waren jetzt 10 Tage lang Suche nach Überlebenden, Verschütteten. Da gab es viele kleine Wunder und wahrscheinlich noch viel mehr Tragödien, weil einfach die Menschen nicht herausgeholt werden konnten aus dem Schutt, weil beispielsweise in Syrien auch Berge gerät, Bergetrupps teilweise gar nicht rein konnten aufgrund der US-EU-Sanktionen, die auch nicht geändert wurden in dieser Situation. Die libanesischen Behörden haben den Beiruter Flughafen sofort geöffnet für Lieferungen Richtung Syrien, aber die westlichen Staaten halten sich an ihrer Strategie Assad muss weg weiterhin fest und da ist ihnen jedes Erdbeben auch egal. Auf französischer Seite bewegt sich manches, die wollen jetzt die Situation nutzen, um wieder mit Syrien in Kontakt zu kommen, nachdem Frankreich jahrelang Vorreiter war bei dieser Assad muss weg Strategie und auch vieles unterwandert, untergraben hat. Ähnlich wie Großbritannien gegenüber der Ukraine, wenn es um Verhandlungen ging, hat Frankreich diese Rolle gespielt in Richtung Syrien. Also wann immer eine Möglichkeit war, dass man sozusagen einen Ausweg aus dieser verfahrenen Situation war, war Paris, dass die Ersten, die gesagt haben, nein, kommt gar nicht in Frage, Assad muss weg. Und es dreht sich auch manches jetzt im Verhältnis Türkei-Syrien, Türkei-Griechenland. Wichtig wird sein, wie der Aufbau, wie rasch dieser Aufbau geht, wie ehrlich auch die Rechtsverfahren gegenüber Baufirmen erfolgen, die einfach Mist gebaut haben, ja, weil das ist auch ein großes Thema.
Türkei. Man hat es auf Videos gesehen, in manchen Straßenzügen sind 3 von 5 Häusern gestanden, 2 sind in Schutt verfallen. Also das hat teilweise schon noch mit der Missachtung von Bauvorgaben zu tun. Und wir haben im Mai Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei. Da ist die Zeit jetzt einfach knapp, wie die Regierung, die Behörden, die stehen hier unter einem gewaltigen Druck, ihren Wählern vermitteln können. Wir tun alles, um diese Situation zu beheben. Also die politischen Folgen kommen jetzt als nächstes. Sie können neue menschliche, diplomatische Verbindungen positiv lostreten. Das könnte sein im Verhältnis Damaskus-Ankara. Schwer vorherzusagen, es könnte sein. Es haben einige arabische Staaten jetzt auch Hilfsleistungen gebracht, die zuvor auch eher auf Kriegsfuß mit Syrien standen, wie beispielsweise Saudi-Arabien. Ich würde mal davon ausgehen, dass Syrien, das war vor dem Erdbeben schon in Gange, aber jetzt kann es beschleunigt sein, wieder in die sozusagen arabische Liga, Familie und so weiter zurückkehrt, wo sie ausgeschlossen waren die letzten 10 Jahre, dass es zu fortschreitenden Verhandlungen mit der Türkei kommt. Die waren auch vorher schon im Gange auf russische Vermittlung hin, dass manche Europäer anklopfen wollen mit ihren Zementfirmen und sagen, wir würden gerne beim Wiederaufbau mitwirken. Da gehe ich aber davon aus, dass Damaskus sagen wird, nein, danke. Es gibt auch indische und chinesische Zementfirmen, wir brauchen keine Europäer hier. Das sind auch Entwicklungen gewesen, die man vor 5, 6 Jahren schon gespürt hatte, dass der Wiederaufbau in einigen syrischen Städten damals bereits in Angriff genommen wurde. Also das sind einige der Entwicklungen, die ich glaube, die in dieser Form stattfinden werden. Was jetzt beispielsweise das heikle Thema Schweden, Finnland, NATO-Aufnahme, Türkei-Veto anbelangt. Natürlich haben die Schweden und die Finnen sofort gesagt, wir kommen großzügig und wir machen dieses und jenes. Und dann haben wieder einige Kommentatoren gemeint, naja, sieht her, jetzt muss die türkische Regierung klein beigeben. Ich glaube nicht. Da geht es um viel, viel größere Themen und das ist ja offensichtlich, dass man hier sozusagen mit humanitärer Hilfe wieder einen Fuß in der Tür haben will, um dann mehr zu erreichen. Aber das sind alles die sogenannten akademischen Debatten, die noch erfolgen werden. Das große Drama ist einfach das, was 50.000 Tote, dass wir nicht wissen, wie viele Vermisste, die zerstörten Leben, die Traumata, die hier fortwirken. Das ist das eigentlich. Also mein Mitgefühl gilt den Überlebenden, die jetzt bei eisigen Temperaturen, ich habe das ja auch in den letzten Wochen erlebt, wir haben eine wirkliche Kältewelle gehabt, wie die überleben wollen. Das ist, diesen Menschen gilt mein tiefstes Mitgefühl und meine Anteilnahme. Ja, und das ist auch das Schreckliche an diesem ganzen Erdbeben, dass man auch hier in den deutschen und westlichen Medien sofort gesehen hatte, wie auch die politischen Aspekte sofort instrumentalisiert worden sind. Es wurde sofort gesagt, die Sanktionen gegen Assad, gegen Syrien, die dürften jetzt nicht aufgehoben werden. Dabei sollte, ich glaube, da kann ich mich Ihnen nur anschließen, in erster Linie das Leid der Menschen im Vordergrund stehen. Und wir sollten, denke ich, alles dafür tun, dass möglichst humanitäre Hilfe geleistet wird, vollkommen egal, wie die politische Situation vor Ort erstmal ist. Frau Kneißl, vielleicht zum Abschluss unseres Podcasts noch ein Blick rüber nach München. Dort findet jetzt dieses Wochenende die Münchner Sicherheitskonferenz statt. Die Eröffnungsrede wird wenig überraschend der ukrainische Präsident Selenskyj halten. Er wird per Video zugeschaltet sein. Die US-amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris ist schon vor Ort. Joe Biden wird nicht dort sein. Die russische Führung ist das erste Mal jetzt seit den 1990er Jahren nicht eingeladen. Sergei Lavrov, der russische Außenminister, war bisher immer Stammgast.
von der Idee seiner Vorgänger, dass München auch in extrem schwierigen Zeiten ein Forum für Dialog bieten soll, weicht der Konferenzleiter Christoph Heusgen damit also ab. Auch die AfD ist als einzige Partei nicht eingeladen. Wie blicken Sie denn jetzt, Frau Kneißl, auf die bevorstehende Sicherheitskonferenz hier in München? Also ganz nüchtern formuliert, Münchner Sicherheitskonferenz in allen Ehren, aber ich glaube, deren Bedeutung als Dialogforum für eben diesen Sicherheitsgedanken ist abgelaufen. Das Forum, ich habe es besuchen dürfen und ich hatte jetzt nicht, damals auch nicht den Eindruck, als ich dort war, dass es jetzt eben ein noch zeitgemäßes Forum ist. Es hat sich einfach in der Welt viel zu viel gedreht. Die Gästeliste ist eine transatlantische Gästeliste. Sie haben kaum Vertreter aus dem großen Rest der Welt, sei es der afrikanische Kontinent, sei es Lateinamerika, sei es asiatischer Raum. Und es ist, so wie es jetzt mittlerweile Wirtschaftsforen als Konkurrenz zu Davos gibt, die im Persischen Golf stattfinden oder ein St. Petersburg Forum oder wie auch immer, die genauso interessant oder interessanter sind, ist es eben auch bei diesen vielen Sicherheitskonferenzen. Die Gästeliste ist eine einseitige. Und ja, russische Vertreter waren immer dort, weil man sich natürlich, wenn man sich über europäische Sicherheit unterhält, auch russische Vertreter dabei waren. Und manche erinnern sich vielleicht noch an die Rede von Wladimir Putin im Februar 2007, 16 Jahre her. Aber damals, ich habe es jetzt nur auf das Video gesehen, aber sie hat zweifellos auch eine Zäsur eingeleitet und war in gewisser Weise eine Wetterscheide für das Klima, das politische Klima in Europa. Es begannen damals einfach die Friktionen, die Brüche stärker sichtbar zu werden. Der Ausblick Russlands richtet sich einfach auf Ost, Südost. Daher, und das ist nicht nur Russland, es dreht sich sehr, sehr vieles. Und eine Münchner Sicherheitskonferenz hatte ihre Zeit, dass Zeit abläuft, dass man aus der Mode kommt oder dass man nicht mehr so frisch und resch und fesch wirkt. Das trifft nicht nur auf Menschen zu, das kann auch in einem Dialogforum passieren. Mhm. Frau Kneißl, ich bedanke mich vielmals für diese weitere spannende Folge hier mit Ihnen zusammen in unserem Podcast und wünsche Ihnen alles Gute. Wir hören uns nächste Woche dann zu einer weiteren Folge. Vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben. Auch Ihnen eine angenehme Woche und auf ein Wiederhören. Ja, liebe Zuhörer, auch euch vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so sein sollte, lasst mir gerne ein Abo da, teilt diesen Podcast auf all euren Kanälen und ihr hört uns nächste Woche mit der nächsten Folge von Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik. Ciao. Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.